Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie. Hä, das sind zwei Türen. Das, ja, ich jetzt, das musst du dir jetzt aussuchen. Mal gucken, was die Karte mir dazu sagt. Boiler Room oder Storage? Storage. Hätte ich auch genommen. Das immer kleine. Das kleinste zuerst. Ja. Wie beim Geschenke auspacken, ja, an Weihnachten, ne? Ja. Oh, was zum Geil. Oh, ey, gut, dass ich hier war. Was zum Geil? Was zum Geil? Was war das denn? Das war ja gar kein Tonikum. Hä, hey, das kennst du doch schon, eine Ampulle. Ach ja, was bringt die nochmal? Die ist genauso. Die die macht mich irgendwie eine Zeit lang besser. Voll dumm. Die macht einen Pros sagen dazu Buff. Ein X-Angriff ist das. Ein X-Angriff? Ja, ein X-Angriff ist das. So ein Scheiß haben wir nie benutzt. Weil nee, das macht man nie. Oh. Oh, zwei Räder. Das ist auch immer, ja, wenn ich irgendwelche eklig. Ventile sehe, dann immer, oh nee. Oh nee. Was soll das denn bedeuten? Ach, das ist, Das macht die Stäbe da weg. Ja, das dreht bestimmt so ein Stäbe, ne? ja, genau. Ah, jetzt sehe ich. So Einkaufszentrum-mäßig, weißt du? Ja, viel Spaß, Johannesburg, ne? Ja, sowas kann ich ja immer, ohne dass ich selbst check, was ich da mache. Der Logik-Experte bisher. Nicht mehr weiterdrehen? Achso, das ist einfach aufhören. Ja, ich muss erstmal mir einen Überblick verschaffen. Man dreht ja anscheinend immer beide. Wie auch immer. Das. Okay, ja, das, was war's jetzt? Wer baut sich sowas im Keller? Ja, frag ich mich auch immer. Dann verstehe ich das nicht, ne? Jeder hat eine Seite, wo nichts ist, und die musst du irgendwie hinkriegen. Ach so, ne? Ha! Oh, er freut sich schon immer so. Ja, ne? Aber man dreht ja immer beide, ne? Verstehe ich nicht. Ja, stimmt, wozu gibt's zwei Ventile? Ja, frage ich mich auch gerade. Ich wechsle einfach mal. Das wollte ich gar nicht. Oh Mann, bist du scheiße. Warte, wenn es richtig ist, dann wollte ich das. Ne, wollte ich nicht. Hey, der dreht wahrscheinlich öfter. Ja, ne, die drehen weiter. Der dreht zweimal, der andere dreht einmal. Warte mal. So, warte, das war jetzt... so, sozusagen, ich weiß nicht, ne? Zweimal. 180 Grad waren das. Und es wird noch doller gedreht. Genau. Und der dreht... Hör auf, so. Auch 180 Grad. Dann verstehe ich überhaupt nichts mehr. Dreh einfach mal rum und trink ein bisschen Pascal. Pascal. Das ist doch irgendwie, ne, der Abstand von Grad. Ich sehe keinen Unterschied. Und ehrlich gesagt will ich auch gar nicht in diesen Kellerraum da, weil das kann ja nichts Gutes bedeuten. Leb und stirb heute Nacht. Richtig. Leb und stirb. Das bringt überhaupt nichts. Ich möchte nicht mehr. Wir warten einfach alle jetzt fröhlich, bis er nicht gut das geschafft hat. Vor allem, als würde man da nicht durchpassen. Warte mal. Guck mal. Oh, ich muss nochmal drehen. Guck mal, der dreht rechts rum und... Nee. Die drehen beide in eine andere Richtung, oder nicht? Ja. War mir schon von Anfang an klar. Das heißt, wenn ich jetzt hier bei dem rechten Ventil nach rechts drehen drücke, dreht sich der rechte links rum. Ja, drehen sich ja beide links rum jetzt. Hä, was ist denn das für eine Scheiße? Ja, das ist alles keine Logik, ey. Tom, ey. Ich schick seine Mutter durch Puff, ey. Was soll die Kacke? Mann, echt, ey. Das mag ich nicht. Jetzt sag ich links, ne, und die drehen beide rechts rum. Hey, guck mal, der eine dreht sich ja auch zweimal und der andere nur einmal. Was ist das? Wie soll man denn da durchblicken? Ach, ich schwitze. Siehst du, der linke dreht sich zweimal und der andere einmal. Ja, ne? Keine Ahnung. Wieder eine Ausgangsposition. Bringt mir auch nichts. Ich gehe da jetzt einfach durch.
La 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 la. Vielleicht muss ich die Taschenlampe ausmachen. Ja. Dann sieht man geheime Botschaften an der Wand. Ja, er hat's nicht gesehen. War cool. Ich drehe jetzt einfach mal. Boah, ey, wo. Jetzt habe ich da rechts gedreht, ne? Jetzt drehe ich hier mal links. Also diesmal habe ich wirklich keine Ahnung. Ja, das ist scheiße, das Boot. Weil hier habe ich eben gedreht, rechts, ne? Mhm. Drehe ich jetzt hier mal links. Das wird schon irgendwas bringen. Oh Mann! Guck, wusste ich. Was ist das denn? Ja, das war natürlich, also wussten wir von Anfang an, so, dass das so ist. Also ich habe euch eigentlich die ganze Zeit nur verarscht. Ich wusste von Anfang an, wie das funktioniert. Das sind die besten Rätsel, die man gar nicht weiß, was man macht. Oh, 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 oh. Ich habe Angst. Ich glaube, ich muss meine Schrotflinte rausholen hier. Es kommt bestimmt so ein fettes, riesiges Ding, das irgendwie so groß ist wie die Schule. Oder einfach nichts, weißt du, so schon. Was ist das? Was liegt denn da? Was bewegt sich da auch noch? What the frick ist das? Ja, was ist das Teil dahinter? Ich würde sagen, das ist ein Gegner. Ach, ich wusste es so, ne? Ich wusste es, darum wollte ich nicht in den. Der zieht seine Beine daher. Und ich kann nicht zur Schrotflinte wechseln. Ja, was soll jetzt? So, meine Damen und Herren, wir haben ganze 6 Schuss. Nein, ach, mehr. Stimmt gar nicht. Wir haben 24, ey. Ja, aber doch keine Scheiße. So, ich werde jetzt Johannesbrot. Jetzt wird sich auch schon, ob du aufgepasst hast im Spiel, ne? Wieso? Weil du schon weißt, wie man den besiegt. Ach so. Wegen dem Pentagramm und so ein Scheiß? Warum? Darf ich nicht einfach auf ihn einballern? Nee. Mega hässlich. Ich habe ja irgendwie mal Lust, dass ich mir den näher angucke, aber dann ist immer die Gefahr, dass man von dem auf die Fresse kriegt. Sabbert der oder was ist das? Voll eklig, ey. Nur viel zu schnell auf einmal. Naja, ist gut. Wir waren ja mal in der Bibliothek. Richtig. In der Bibliothek. Ja, und was war da? Wir haben Bücher gelesen. Ja, und genau. Bücher lesen. Stimmt, hilft immer weiter. Mit einem Tier, ne? Ja. Ja, ein Wolf sogar, ne? Eine Eidechse. Ach, ficken, ja. War so ein Märchen. Ja? Ja, ich sag dir das nicht. Ja, aber jetzt wiss ich das noch. Hat er das noch irgendwo? Weiß ich nicht. Mister. Hey, Mister, mein Fahrrad! Options. Sieht nicht so aus. Hey, komm schon. Wie heißt der nochmal? Harry Mason. Harry, lass mich jetzt nicht im Schiff. Ja, ich kann hier einfach mal ein bisschen mit der Pistole rumprobieren. Also bei Eidechsen weiß ich, man darf den nicht den Schwanz abreißen, weil der einfach nachwächst. Darf man nicht? Ja, also das bringt bei denen nichts. Die hat irgendwie gar keinen. Was ist denn das? Also irgendwie blutet er ja sogar ein bisschen. Was soll auch diese Spule Feuer? Ist das nur damit man abhauen kann? Da wurde doch gerade irgendwas geopfert oder irgendwas verbrannt. Warum bist du lang, Harry? Harry, Hilfe, lauf! Was macht der? Der Eidechse. Jetzt muss er noch kreuzen. Ich glaube, das ist das Hässlichste, was ich jemals gesehen habe. Ja, ne? Ich finde es gut, Harry. Muss gut sein. Auch sehr geile Raumdingensbummens hier, ne? Einfach so eine Plattform auf dem Boden. Also auf einballern bringt nichts. Hab ich das Gefühl. Was sehe ich denn da? Ein Grafikfehler ist auch ein. Ja, du weißt, ich weiß es nicht, ne? Oh Mann, ja, aber nächstes Mal passt du dann besser auf, wenn du irgendwas liest. Ja, ich wusste das nicht. Ja, das war ja wohl klar. Ich dachte auch, als du das gelesen hast, wäre das gut. Schieß dir einfach in den nicht vorhandenen Arm. Nein, das ist genau die falsche Seite. Sein Kopf? Der Jäger wollte irgendwie die Eidechse töten. Und dann riss die Eidechse ihr Maul auf.
Genau darauf hatte der Jäger gewartet. So mit der, aber ich habe nicht getroffen. Alter, der geht einfach mal seitlich auf. Ja, da habe ich auch nicht mitgerechnet. Dann hole ich mal meine Holger raus. Wie hieß die noch bei... Linksbums der außergewöhnlichen Gentleman. Justine. Ey, hat das jetzt schon in die Hand? Guck mal, ist das hier? Das ist für Mini. Hilfe. Hä? Schießt du so nicht? Das war's schon. Was? Was ist das denn? Da war eine Sirene. Immer noch. Ih, was ist das da? Der zerfließt. Lecker. Ja, ich hab's geschafft. Das war der einfachste Endgegner auf der ganzen Welt. Ein Schuss. Ja, ich hab's selbst hingekriegt, ja. Oh, was bedeutet das? Hallo? Ich sehe eine Frau und ihr. Habt ihr das auch gesehen? Was denn? Diese Maschinen und so? Ah, oh, ja. What was that? Da liegt eine Schüssel. Who in the hell was that? Achso, die Frau. Ich dachte, der war der Vieh. Ja, ich bin wieder im normalen Silent Hill. Wo bin ich? Das ist ein Heizkeller. Ja, hier waren wir schon mal. Was geht hier vor? Where am I? Ja, meine Damen und Herren. Das ist ein Schlüssel. Guck mal, was für eine scheiß Schrotflinte das ist. Das ist ein Schlüssel mit der Aufschrift K. Gordon. Gibt's ein Haus von K. Gordon? Ich würde sagen, damit haben wir den ersten Dungeon. Dungeon? Wie soll man das denn nennen? Ja. Level, Gebäude. Abschnitt, Kapitel, wie auch immer du Kapitel willst. 1, der Knecht. Ja, müssen wir nur noch hier rauskommen. Ja, das ist ein Problem, weil ich mich jetzt hier auch nicht mehr auskenne. Oh, wie das hier aussieht, ey. Voll echt schön. Gruselig, ey. Vorher war das aber... Ja, echt? Man fand das hier schon vorher so ein bisschen gruselig, ja, weil es so ein leerstehendes Gebäude war. Irgendwas glocknet hier. Oh, ich höre eine... Glocke. Eine Kirchenglocke vielleicht? Wer läutet die Glocke? Die Elektronik? Vielleicht ruft ihn jemand? Haben Sie es gehört? Das war das Geräusch, wenn jemand einen Facepalm macht. Auf dem Mund aber nur. Ja, es tut dir sonst so doof. Mouthpalm. Mouthpalm. Oh ja, zeichne es in die Karte. Balkan-Kurch. Das heißt so, ich weiß. Hallo? Ah. Ja. Dann ist wohl das und dann ist es hier noch nicht Gordon. Ja, ne? Commissioner Gordon. Ist das nochmal? Weiß ich nicht. Commissioner? Klingt mir aber sehr. Oh. Sehr bekanntmäßig. Es klingt mir sehr bekanntmäßig. Es ist nicht abgeschlossen. Oh, das liebe ich. Commissioner Gordon ist der von Batman. Echt? Ah, ja, das ist. Gary Oldman. Gary Oldman, genau. Sehr coole Sache. Wobei haben wir nochmal. Oh, nochmal auf Infirmary, ey. Infirmary, 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 Infirmary. Dockhaus, Kaffee, Kaffee. Oh. Naja. 2 Stunden. Guck mal, da steht doch noch ein Tonikum, ey. Huh. Leute, da war ganz schön auf die Glocke. Ja, muss schon ganz schön spät sein. Oh nein, ach ja! Oh nein, ach ja! Ach komm schon. Das ist der Courtyard. Ach so. Es ist nicht der. Warte, ich schäle mich noch nach einem Tonikum um. Glaube ich nicht, dass hier noch was ist. Tonikum um. Wieso nicht? Vielleicht hat er sich verlaufen beim durch die Tür gehen. Das kann ja passieren. Hier muss jetzt erstmal die ganze Stadt laden. Ja, genau. Und diesen komischen Schnee. Endlich wieder draußen. Ich
Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. So, ich glaube einfach gerade... So, Balkan Church. Balkan Church. Njong. Njong. Du bist kein Auto, Harry. Ich wusste, dass ich gut bin. Aber hier ist eh die Straße jetzt kaputt und deswegen geidert nicht. Oh recht nein, gehabt. Oh. Aber hier ist ja meistens irgendwas, liegt immer irgendwas. Ich glaube jetzt von einer Seite zur anderen. Sozusagen als Entschädigung, dass man da jetzt umsonst hingelaufen ist. Oder man muss hier rüberlaufen, ne. Diesmal nicht. Oh, super. Vielleicht auf der anderen Seite. Der braucht auch immer so lange, um sich umzudrehen oder so. Ja. Das war das Gute bei Resident Evil. Da konnte man einfach nach hinten drücken, dann hat er sich sofort umgedreht. Oh, was ist das denn für eine Verarsche hier? Nichts bekomme ich hier als Entschuldigung. Oh mein Gott, hier kommen irgendwelche fliegenden Teile. Oh ne, Hund. Hui! Huch, was war das denn für eine coole Sicht? Oh, Sackgasse. Au. Und läuft auch mal gegen die Hand. Wie springt er? War süß, oder? Deswegen ist diese Sicht hier. Hä? Was wusstest du da? Was hat dich irgendwie für eine Katze? Johannes, du kannst doch nicht einfach auf irgendeine fremde Terrasse gehen. Ah, das macht nichts. Die Besitzer sind bestimmt schon lange tot. Da darf man das. Habe ich in Zombie-Film gelernt. Ist das nicht dieser... So sind wir doch hierher gekommen. Stimmt, aber wie komme ich... Ach, das da ist die Tür. Ich dachte, das wäre ein Fenster. Entschuldigung. Ach nee. Nee, das ist Carl Gordon. Verwendet. Nein, Carl Gordon. Wir sind ja nicht... Ne? Mhm. Oh, Schrot. Oh, eine Eule. Eulebild. Okay, hier haben wir die Küche. Vielleicht kann ich hier auch mal jetzt Essen machen. Oh, ja. Ja, mach dir doch ein paar leckere... Oh, da ist ein Teller runtergefallen. Kühlschrank. Ist das ein Kühlschrank? Nö. Kaputtes. Also, wo alles mitgenommen, als sie gegangen sind. Ja, aber leer macht man den nicht. Man nimmt ja nicht so ein Paket Butter oder sowas mit. Sowas lässt man ja da. Ja, hatte ich schon ganz oft, wenn ich irgendwo eingezogen bin, dass da noch ein Paket Butter lag. Ach so, die sind ausgezogen und nicht evakuiert worden oder abgehauen. Weiß ich doch nicht. Gordon. Endlich mal was anderes. Guck mal, aber Teller mochten sie nicht. Die haben gesagt, nee, unsere Teller kriegen sie nicht. Die machen wir alle nochmal kaputt vorher. Nichts Besonderes, sag ich mal. Das sieht für mich immer so besonders aus, diese Vase hier. Immer, weil du schon so oft hier warst? Nee, aber die war in einem anderen Haus auch. Geh einfach raus jetzt hier, man. Die haben wohl dieselbe Vase. Man. Guck mal, das könnte Coca-Cola sein. Ja, ich gehe ja schon. Oh nee, da muss ich jetzt noch gucken. Der Schluss klemmt. Die Tür kann nicht geöffnet werden. Ja. Oh, hier muss ich auch noch gucken. Nein.